So, da bin ich wieder. Ich hatte gerade übelst einen Niesanfall. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das reinschneide oder nicht. Gut. Wir haben die Seite 153. Wir haben Nikolaus. Wir haben das Rätsel mit dem Pinguin. Mittelmäßig gelöst. Ich würde mal sagen, wir haben es mittelmäßig gelöst. So. Und hier haben wir wieder diese Dominosteine. Ich bin echt gespannt, was wir dann zum Schluss noch mit diesen Dominosteinen machen. So. Kann losgehen. Gina klimperte den Code in die Tastatur und das Videobild spielte die geheime Spur ab. Es zoomte auf den Nordpol-Pinguin. Willi quietschte vor Verzückung. Das Bild ruckelte und zeigte Knecht Ruprecht und eine ältere Frau. Was wünschst du dir? Fragte er sie. Eine eigene Yacht, aber deine Ankündigungen waren wohl etwas zu großspurig. Nein, das passt. Die prognostizierten Zahlen der menschlichen Weihnachtsfreude steigen rasant. Und damit zeigt ja auch das Magiekontingent des Nordpols, Willi schnaubte, so stand es auch in Gabriels Unterlagen, obwohl die veröffentlichten Zahlen das Gegenteil behaupteten. Und der Weihnachtsmann, fragte die Frau, der hat keine Ahnung, dass wir die Weihnachtsvorfreude schon an der ersten Stelle abfangen. Bei dem heutigen Konsum glaubt uns doch inzwischen jeder, dass die Menschen sich nicht mehr wirklich auf Weihnachten freuen. Noch ein paar Jahre, dann haben wir so viel geschafft, dass wir der Eiseskälte hier den Rücken kehren können. Sehr gut, Rupi. Du sollst mich nicht Rupi nennen, Mutter. Das Video brach ab. Willi und Gina starrten noch auf das rauschende Bild. Rupi! Gina schüttelte sich. Dieser schmierige Kerl, wenn der Weihnachtsmann nur nicht so abgeschieden leben würde. Ich würde ihm sofort alles zuschicken. Gina seufzte. Dann strahlte sie Willi an. Weißt du was? Wir bringen dem Weihnachtsmann das Video einfach in sein Yoga-Retreat. In der Weihnachtswerkstatt. Willi zögerte. Wie lange bist du schon als Osterhase unterwegs? Seit 4 Jahren. Wieso? Hast du mitbekommen, dass in den letzten 2 Jahren immer mehr Sicherheitsvorkehrungen in der Werkstatt getroffen wurden? Seit dem Desaster mit dem wild gewordenen Schaukelpferd kommst du nur noch mit den passenden Schlüsseln von einer in die nächste Abteilung. Gina nahm ihre Brille ab und kaute auf dem Bügel herum. Komm mal mit, sagte sie dann. Sie lief quer durch den Raum und öffnete eine Tür. Gleißendes Licht blendete Willi, sodass er blinzeln musste. Gina zog Willi in den komplett weißen Raum. Überall standen Vitrinen mit gefährlich aussehenden Objekten. Komm, wir rüsten uns aus, sagte sie und packte allerlei Dinge in eine schwarze Sporttasche. Pfefferkuchenspray, Kakaorauch, Wurf, Zimt, Sterne. Hier, Willi, fang. Willi erwachte aus seiner Stockstarre und fing. Was ist das alles? Das ist nur ein Anapher-Anis. Iss, du siehst hungrig aus. Willi stopfte sich das Plätzchen in den Mund. Ernsthaft, was ist das alles? Fragte er dann. Ich habe mich in den letzten Jahren bemüht, mich gegen Ruprecht und seine Schergen zu wappnen. Ewig hat er mich schlecht behandelt und als Agentin verheizt, erzählte Gina. Lies weiter auf Seite 89. Was für eine geile Story, ey. Hätte auch als Kinderbuch funktioniert. Haben sie echt super gemacht. So, Willi hustete. Ernsthaft? Ich dachte, du seist nach der Schule erstmal Sekretärin geworden. Auf dem Papier, antwortete Gina. In Wahrheit habe ich für Knecht Ruprecht suspekte Elfen überwacht. Aber dann hatte ich das Gefühl, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugeht und habe mich selbstständig gemacht. Sehr cool. So, fertig gepackt. Jetzt brauchen wir nur noch den Oberknüller. Gina hob ein buntes Osterei empor. Darf ich vorstellen? Die Rätselbombe. Willi wurde flau im Magen. Ernsthaft? Eine Bombe? Nicht nur eine Bombe, eine Rätselbombe. Keine Panik. Das Einzige, was diese Bombe sprengt, sind Schlösser. Sie verwandelt sie in Rätsel, ganz ohne Explosion. Wir zünden die Bombe, lösen dann an jeder Tür der Werkstatt ein Rätsel und sind schwuppdiwupp beim Weihnachtsmann. Geil. Nach einem kurzen Fußmarsch standen sie schon vor einem der vielen Eingänge der Weihnachtswerkstatt. Das prunkvolle Tor glimmte in sanftem Licht und in der Mitte prangte ein großes Vorhängeschloss. Dann mal los, sagte Gina und schmetterte das Osterei gegen die Tür. Bunter Glitzer stieg auf. Als er sich lichtete, waren Symbole und Schriften um das Tor herum zu sehen. Gina und Willi beugten sich interessiert nach vorn. Bevor du jetzt Falten bekommst, sorg dafür, dass die Tür etwas schmaler wird, als ich. Falte die Tür. Schneide sie dazu aus. Dann kümmere dich um die Dinge, die in der Werkstatt erledigt werden müssen. Nur wer alle Aufgaben genau kennt, wird eingelassen. Der Code ergibt sich von vorn nach hinten. Eieiei. Okay. Ich zeige euch mal die Tür.
Zutritt nur für Werkstattpersonal. Wir schneiden hier diese Tür aus. Und dann müssen wir sie vielleicht hier falten. Da bin ich mir auch nicht sicher. Auf jeden Fall haben wir hier Tätigkeiten und hier sind auch Tätigkeiten. Und die müssen wir, ich nehme an, wir müssen die Sterne aufeinander legen. Das wird noch lustig. Ich fange erstmal an mit Schneiden irgendwie. So, und bevor ich das falte, möchte ich jetzt erstmal kurz noch drüber nachdenken. Also das ist ein Buch. Wir haben Binden, Schreiben, Stopfen, Backen, Schleifen, Spülen. Ich glaube, das Buch ist dann Binden. Schleifen ist hier. Das muss sicherlich gestopft werden, die Pfeife. Das muss gebacken werden, der Muffin. Naja, wobei. Den Strumpf kann man auch stopfen. Das ist eine Schere, das heißt sicherlich schneiden. Schneiden haben wir nicht. Schleifen vielleicht. Ein Messer. Ach, Messer und Gabel spülen. Wobei man ein Messer tatsächlich auch schleifen kann. Das ist ja eine Sache. Gut, hier ist 1 und 2. Also 1 in diese Richtung. Das kann ja noch heiter werden. Wenn ich, weiß ich halt nicht, was dann am Ende bei rauskommen soll. So. Und die Tür muss ich auch noch umknicken. Ja, aber. Oder vielleicht muss ich es komplett umknicken. Ne? So. Erst so. Und dann so. Ja, und nur? Was? Nee, also nochmal. Das nach da. Ach so, nee, das nach da. Also das nach da. Das gibt ja gar keinen Sinn. Und das nach da. So. Und jetzt hauen natürlich meine Zeichnungen hier null hin. Wir versuchen das jetzt mal. Mit was für einem Stift machen wir das jetzt als erstes? Wir versuchen das noch. Also, wir ein Buch machen wir binden. Wobei man ein Buch auch schreiben kann, muss ich sagen. Das kann halt euren. Ach so, Zutritt nur für Werkstattpersonal. Von da nach da. Naja, gut. Dann machen wir die Schleife. Schleifen? Ach, die Schleife. Ach nee, die Schleife bindet man. Also auch. Und dann haben wir eine 4, ne? Denke ich. Halbwegs. Ich glaube, das ist eine 4. So, dann stopfen. Die Pfeife stopfen. Und den Muffin backen. Den Strumpf kann man auch stopfen. Das ist jetzt eventuell eine 9. So, und die
Die Schere kann man schleifen. Das Messer kann man auch schleifen, behaupte ich. Man kann es aber auch spülen. Und die Gabel auch spülen. Und dann haben wir eine 3. Mehr oder weniger. Also hier eine schräge 4. Eine schräge... Nee, das ist eine, hier ist ja nicht verbunden. Also es ist eine 7. Und das ist eine 3, behaupte ich. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Aber ich schreibe mal hier rein. 4, 7 und 3. Mal gucken, ob wir den Spaß richtig gemacht haben. War auf jeden Fall eine coole Sache. Nicht ganz eindeutig. Also ihr sagt 4, 7 und 3. Ich finde es immer geil, wie kreativ Kosmos dabei ist. So, wir haben die 125. 125. Und die Symbole sind Kreis. Ja, Kreis, L und Mond. Hier sind sie. So, wir haben einen guten Run. Mal gucken, ob hier drin auch eine 7 steht. Ich habe vergessen, Happy Nikolaus zu sagen. 7. So, und jetzt schreiben wir hier rein. Läuft. Wir haben im zweiten einen Anlauf sogar richtig das richtig gefaltet. Ich bin halt immer so ein bisschen schluderig. Aber war eine sehr coole Idee, wie ich wieder finde. So, das war Türchen Nummer 6. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.